Der Film ist ein Plädoyer für mehr unberührte wilde Natur und damit verbunden auch für mehr Artenvielfalt. Wir brauchen mehr unberührte wilde Natur für uns selber, also damit es den Menschen einfach besser geht zur Regeneration. Wir brauchen sie aber auch im Bereich der Forschung. In Nationalparken, wo die Natur sich selbst überlassen bleibt, werden Erkenntnisse gewonnen, die auch für die Bewirtschaftung angrenzender Wälder, also konventionell bewirtschafteter Wälder, von Bedeutung sind. Und das alles hilft uns immens im Kampf gegen den Klimawandel. Also ein Thema, das, ja, das einfach elementar wichtig ist, um Wälder für künftige Generationen auch bewahren zu können. This national park is really important. It's one of the last places left where we can learn how nature does things. Ein Naturwald, der braucht keinen Menschen. Von daher braucht das Lenkende im Wald eigentlich nur der Mensch selber. Das sind Bäume, die in einem normalen Wirtschaftswald schon längst nicht mehr existieren würden. Solche Bäume erfreuen mein Herz, möchte ich mal sagen. Also die sind für mich wunderbare Geschöpfe und gehören einfach in den Wald rein. Ich bin im Nationalpark Bayerischer Wald, kann man sagen, aufgewachsen, in einem kleinen Dorf direkt am Nationalpark. Da war der Nationalpark noch nicht gegründet. Wir sind als Kinder im Wald, ja, wir waren nur im Wald. Wir haben im Wald gespielt. Der Wald war für uns ein Ort der Begegnung, des Erlebens, der Erfahrung. Und meine frühesten Kindheitserinnerungen sind mit einem Wald verbunden. Und ich denke schon, dass das sehr prägend war für mich und auch für meine spätere Arbeit. Also ich habe das Thema Wald im Laufe meines gesamten Berufslebens nie verloren. Also das Thema Wald einhergehend mit Natur. Und immer wieder die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur, das ist was mich sehr interessiert, was mich sehr beschäftigt, immer in meinen Filmen. Und ich denke, das kommt daher, dass ich einfach das große Glück hatte, in einem Wald, nahe eines Waldes, aufwachsen zu können. Und dass ich das auch immer wieder suche, weltweit. Für mich ist irgend so ein Fleckchen Erde da im Nationalpark, das irgendwie vergleichbar ist wie mit Alaska oder Sibirien. Für mich ist es halt einfach die Natur, die wo man fühlen muss, dass ich einfach am Leben bin oder dass das Leben auch lebenswert ist. Bei der Realisation dieses Films gab es natürlich verschiedene Herausforderungen. Zum einen das Thema Wetter. Also wenn Sie im Freien drehen, wenn Sie mit Wildtieren drehen, dann sind Sie einfach wetterabhängig. Und wir wollten die Jahreszeiten im Film einfangen, also Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter haben und wussten einfach nicht, ob in Zeiten des Klimawandels es überhaupt einen Winter geben wird. Also das war eine große Sorge, dass wir also Drehs angesetzt hatten und überhaupt nicht wussten, ob Schnee liegen wird. Dass wir natürlich mit Wildtieren gearbeitet haben, wo man ja nicht einfach so Regie führen kann, dass wir Protagonisten hatten aus dem Ausland, wo es auch schwer war, also das alles unter einen Hut zu bringen. Und das hat dazu geführt, dass wir zeitweise mit vier Kamerateams gleichzeitig beim Dreh waren in einem durchaus unwegsamen Gelände. Und es war natürlich eine große Herausforderung, aber auch super spannend. Also wir hatten wirklich das Pech, dass wir bei der Postproduktion direkt in den ersten Lockdown gekommen sind. Wir mussten also unseren Film postproduzieren, also eine aufwendige Farbgestaltung, eine Mischung, eine Geräusche-Nachvertonung machen während des ersten Lockdowns. Das war sehr, sehr schwierig, weil wir uns ja am Anfang auch nicht sehen konnten und weil wir auch immer nach Möglichkeiten gesucht haben, das in irgendeiner Form klug zu umgehen, also unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das so essentiell wichtig ist, sich zu sehen, sich gemeinsam auszutauschen. Und wir haben natürlich auch verschiedene Versuche gestartet, diesen Film farb zu korrigieren, indem wir uns nicht sehen, was dann dazu geführt hat, dass wir nochmal einen neuen Anlauf machen mussten, weil wir einfach festgestellt haben, die Dinge funktionieren so nicht. Also es hat uns schon viel Zeit, viel Kraft gekostet, aber wir sind dadurch auch sehr kreativ geworden.
Also das Thema Corona hat uns doppelt erwischt. Einmal bei der Postproduktion, wo wir wirklich, wo wir einfach kurz vor Vollendung des Films waren, der ja letztes Jahr bereits auf dem DocFilmFest hätte starten sollen. Und jetzt hat es uns nochmal erwischt, weil unser Film auch dieses Jahr 2021 nur, ich sage nur in Anführungszeichen, online starten wird, also seine Deutschlandpremiere online haben wird auf dem DocFilmFest München. Und wir haben natürlich das ganze Jahr 2020 war voller Planungen, also ein Event nach dem anderen war angedacht anlässlich des 50. Geburtstages und es konnte halt gar nichts stattfinden. Also große Veranstaltungen auch in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Umweltministerium, die in Berlin geplant waren, also verschiedene Podiumsdiskussionen zu diesem ja doch sehr aktuellen Thema Wald, mehr Bilderwald, was ja auch ein politisch hochaktuelles Thema ist, das konnte einfach alles nicht stattfinden und kann jetzt zum zweiten Mal nicht stattfinden, weil wir immer noch keine Perspektive haben für Kinoöffnungen. Und das ist schon sehr, sehr bitter. Also, dass wir da auch von Seiten der, sag jetzt mal, der Politik überhaupt keine Perspektive bekommen, wann werden Kinos jemals wieder öffnen können. Für mich gehören Filme wie Der wilde Wald ganz klar auf die große Leinwand, weil sie eine sehr aufwendige Bearbeitung hatten. Weil im Sounddesign einfach unglaublich viel passiert ist, weil diese Kraft, die diese Natur hat, sich natürlich einem sehr viel mehr erschließt auf einer großen Leinwand. Und auch die Botschaft des Films erschließt sich sehr viel mehr auf der großen Leinwand. Und ich denke, dass Filme, die fürs Kino gemacht wurden, einfach auch im Kino gezeigt werden müssen, weil dort ja auch die Interaktion mit dem Publikum stattfindet. Wir haben jetzt, vorgestern, den Kinostart auf den 7. Oktober 2021 verschoben, in der Hoffnung, dass wir dann offene Kinos haben werden, also mit den Hygienekonzepten natürlich und anlässlich dann des 51. Geburtstages des Nationalparks. Mensch und Natur, das ist ganzheitlich, das gehört zusammen. Insofern glaube ich, dass Wildnis uns lehren kann, unsere Stellung in der Natur neu zu verorten.